Und somit herzlich willkommen zurück zu Riders Republic. Wir haben ja jetzt in letzter Zeit immer so schön abgewechselt. Wir waren oft mit dem Bike unterwegs, wir waren in der Luft, wir waren im Schnee. Aber ich mal sagen, wir schwingen uns mal wieder auf das Bike, oder? Was haben wir denn hier? Über die Ziellinie mit mindestens 70 km/h, das hört sich eigentlich wenig an. Experte, lande einen Whip. Okay. Und Experte. Müssen wir mal schauen. Irgendwie so teilweise hört sich's einfach an. Also mit 70 km/h hört sich wirklich ein bisschen wenig an, aber dann auf Experte gewinnen, ja, müssen wir mal schauen, ob wir das so hinbekommen. So, was nehmen wir denn von Bike? Downhill ist gefragt. 431, da und das Funbike. Das Funbike können wir sogar bei Downhill und bei Straße, glaube ich, nutzen. Oder war das Slash mal, war das auch Downhill? Ach, Experte. Experte hört sich für mich elitisch nochmal ins Höher. Ja, da geht's einigermaßen. Frage ich nur, wie mache ich am besten den Whip? Ich kenne einen Flip. Die Drehung ist ja kein Whip, oder? Glaube ich mal nicht. Autsch. Okay. Erstmal so krasser, erstmal so fett dagegen gejumpt. Gefahren, wie auch immer. Ah, ich wollte das gar nicht. Hallo? Kamera und so. Alles klar. Das war ja mal schon mal ein super Start. So wollte ich das nicht. Mich bringt gerade der Whip so ein bisschen aus dem Konzept, aber eigentlich. Also hier erstmal nicht mal Vollspeed. Aber die Drehung ist ja eigentlich, ich glaube, kein Whip. Alter, fahrt jeder dagegen. Scheint Spin, ja eben. Zählt es ja gar nicht so groß hier. Ist halt wirklich die Frage, wie mache ich am besten den Whip? Habe ich da mit den Tricks noch nichts auseinandergesetzt. So, und mit 70 über die Ziellinie. Und als erster natürlich noch, wenn es geht. Müssen wir schauen. Oh, hier überall Steine. Mal schauen. Uah, Alter. Okay, der erste Platz, der geht ganz schön ab. Die Frage, wie ich am besten den Whip mache. Wenn ich am besten den noch einhole. So, hier mal schön drüber gesprintet. Sollte halt auch nicht zu. Ja, come on. Okay. Ja, wenn ich jetzt. Ja, jetzt kann ich eigentlich fast wieder vergessen. Also, so ein Fehler, gerade hier an so einer Position jetzt mit noch zurückspülen und so, dann komme ich ja eh nicht mehr auf Platz 1. Aber hier gehen wirklich alle dagegen. Ich könnte hier gerade schon beim ersten so ein bisschen den Sprung hier probieren. Und dann gehe ich noch blöd an einem Checkpoint vorbei, Leute. So richtig blöd. Der Start ist so ein bisschen interessant. So, ich gehe mal hier ein bisschen nach außen. Bremse rein, nach innen. Aber irgendwie, irgendwas geht mit der Lenkung nicht so ganz. Neck rechts. Rechts. Vor allen Dingen. Ah, nein, was in der Luft? Zwei Minuten in der Luft. Ich dachte schon, hä, was steht da jetzt dran? Okay. Scheiße, wirklich die Frage, wie das mit dem Whip am besten geht. Ich komme noch nicht vorbei. Kein links. Okay, hat das was mit den Schultertaschen zu tun oder mit dem in die Richtung, wo ich drücke? Ich habe es R2 nach rechts und L2 nach links gemacht. Und dann kam Ken rechts, Ken links. Oder hat es mit den Schultertaschen rechts, links nicht viel zu tun? Das ist immer so die große Frage, wenn man sich da nicht so gut auskennt. Und Moment mal, ich bin Platz 1. Das sollte ich jetzt auch nicht so viel rumprobieren, oder? Ich weiß halt nicht, wie lange... Was ist mit der Kamera los? Ist halt die Frage, ob das immer so gut ist, da dann so viel rumzuprobieren. Wenn wir gerade eigentlich vorne sind. Weil war ich ja gar nicht so gut. Also im Gegensatz zu letztem Mal oder so, wo ich auch schon so weit war. Ja, war ich jetzt nicht viel besser oder schlechter, oder? Ich mess mal. Ah, hier bin ich rausgeflogen. Okay, jetzt weiß ich nicht mal, wie es weitergeht. Hier kommt mein Sprung. Vor allem, wenn man so einen Whip machen soll, habe ich so das Gefühl, ich muss nach rechts oder nach links gehen. Aber da kommt ja der Can-Can.
Ich habe ja nach links und nach rechts. Nein. Aber, weißt du, dann fliege ich noch hier runter. Dann komme ich hier gar nicht mehr vorbei. Aber ich glaube, ich habe gerade einen. Gerade egal. Muss er eh Erster werden. Weißt du, wieder kurz vor Zielende. Das war irgendwie doppelt. Ziel und Ende, oder? Weil das Ende ist das Ziel in einem Rennen. Oder das Ziel ist das Ende. Was macht ihr hier? So. Ich wollte gerade sagen, ich bin wieder Erster, dann war ich gerade Zweiter, aber wir waren so fast auf selber Höhe. Hallo. Okay, der war ein bisschen zu schnell, wollte ich schon sagen. Ganz schön schnell in die Kurve rein, aber dann ist er noch irgendwo hier hängen geblieben. Ich wollte schon sagen, der Dino, aber ich glaube, der Lilan ist der Drache. Ein kleiner Sprung. Das ist die Frage, wie macht man am besten die Whips? Oder generell, wie macht man die anderen Tricks? Also Backflip, Frontflip, ja. Die Spins nach rechts und links, ja. Ken-Ken rechts, links, ja, weiß ich. Aber den Rest, wobei Ken-Ken links, rechts weiß ich nicht genau. Also nicht genau, wie man sie auslöst. Alter, ich will hier immer an derselben Stelle rausfahren. Guck mal, 3,9 Sekunden haben wir jetzt hier. Vorsprung, echt doch einiges. Also, oh, come on. Willst du mich ver... Wollt ihr mich verarschen, ey? Was habe ich jetzt gedrückt? Ich glaube R2 und nach hinten. Aber wieso ist nach hinten eigentlich so... Wieso geht nach hinten ein Whip? Ich finde eher so nach links oder rechts, so ganz gefühlsmäßig. Oh, wieso sprinte ich jetzt plötzlich? Was ist denn jetzt los? Hätte ich es auch machen können. Aber man hat gesehen, der Whip braucht es ein bisschen. Also hier, ja okay, hier hat es auch gereicht. Aber bei den kleinen Sprüngen, nachher kommt so ein kleiner Sprung, da würde ich den Whip vielleicht nicht machen. Muss es nicht unbedingt sein, dass es mich hinhaut, aber vielleicht so ein bisschen leicht ausbremst. Könnte natürlich sein. Da will ich das nicht unbedingt riskieren, obwohl hat 2 Sekunden Vorsprung. Wobei manchmal tue ich aus Versehen den Ken-Ken irgendwie so ein bisschen andeuten und da haut es mich eigentlich auch nicht hin, aber ja, wie gesagt, kann es vielleicht ein bisschen an der Geschwindigkeit hapern. Achso, wir müssen ja auch noch mit 70 km/h ins Ziel, aber das soll, glaube ich, möglich sein. Glaube ich mal. Ich glaube, da geht es dann nach diesem großen Sprung noch mal ein bisschen geradeaus, da kann man noch mal ein bisschen sprinten. So, jetzt kommt's hier, okay. Machen wir den. Oh shit, ich habe nicht gehalten. Und jetzt fliege ich hier auch noch runter. Oh, Moment mal. Ja, eigentlich. Hä? Ich find's so komisch, das war zu angezeigt, aber ich glaube, ich bin zu früh, habe ich's losgelassen. Das könnte sein. Ach, come on. Platz 1 war jetzt easy. Den Whip mache ich jetzt. Oh nein, zu langsam. Oder zu lange. Er ist schon so gelb-gold geworden. Hä? Wieso? Wieso bricht es immer wieder ab? Verstehe ich nicht. Vor allem ist er selber wieder zurückgegangen. Ich habe gehalten, aber dann ist er selber zurückgegangen. Oder muss ich bewegen, dass ich vielleicht zuerst nach hinten und dann irgendwie so nach rechts oder so. Oder nach links kann man natürlich auch den Whip machen. Dass ich vielleicht vorher auch so ein bisschen erst runter und dann in eine Richtung gegangen bin. Was ist denn jetzt los? Ein bisschen Gas geben. Ich weiß nicht, wie viel Vorsprung ich habe. Okay, jetzt wird es natürlich interessant, weil ich eigentlich jetzt nur noch einen Versuch habe. Also zum Beispiel jetzt hier in diesem Rennen, wenn ich nicht wiederhole oder von vorne starte, weil ich ja keinen Sprung mehr habe. Also hier mal ganz kurz. Come on. Wollte mich verarschen. Jetzt sitze ich an diesem blöden Rennen schon 8 Minuten oder 9. Gibt's ja gar nicht. Toll, jetzt habe ich aus einem Whip den Whip abgebrochen und den Ken-Ken gemacht. So. Und dann haut's mich hier wieder raus. Wollt ihr mich verarschen? Das gibt's echt nicht, Leute. Komm, jetzt doch. Komm, jetzt machen wir mit dem ersten Sprung den blöden Whip. Ja, genau so. So wird das gemacht. Und dann fahren wir einfach ganz gechillt
ins Ziel. Auf Platz 1. Also nicht zu sehr gechillt. Sollte er aber halt auch die erste Kurve schaffen. Was ist denn jetzt? Wieso fangt ihr jetzt schon wieder mit einem Trick an? Ich habe nichts gemacht, Leute. Das ist das Miese, wenn man da irgendwie fahren möchte und dann hat er einen Minisprung irgendwo über einen kleinen Stein gemacht und dann direkt so einen Trick angefangen, obwohl man das gar nicht machen wollte. Ah, okay, ich muss schon selber halten. Autsch. Okay, Platz 1. Sehr schön. Wir haben den Whip. Und... Ah! Kommt schon wieder der Drache. Ich wollte schon wieder Dino sagen. Oha, halbe Sekunde. Ja, schon nah dran. Es war fast ein bisschen früh hier. Autsch. Shit. Bisschen hängen geblieben. Ja, ist noch ein bisschen durch den Schnee. Gar nicht gut. Ansonsten wäre es ja eigentlich so einfach. Also kurz mal rausfinden müssen, wie der Whip funktioniert. Und dann mit 70 km/h. Ich glaube, das ist jetzt keine große Dings. Und hier auf Experte gewinnen ist jetzt auch nicht so schwer. Das ist das Gefühl. Aber irgendwie hapert es halt. So, okay. Jetzt langsam Konzentration. Jetzt kommt ja nochmal so links, rechts. Jetzt kommt hier so ein Sprung. Wir geben jetzt nicht extra viel Gas. Jetzt kommt diese blöde Kurve. Das wollte ich gar nicht. Ich fall hier immer wieder runter. Das gibt's doch nicht. Und guck mal hier. Easy. 70. Easy. Jetzt schaffe ich die Kurve nicht, Alter. Ist ja gar nicht. Ich finde auch geil, dass keiner hier die Kurve schafft. Okay, jetzt habe ich gerade gar nichts geschafft. Alles klar. Alter, wenn ich hier den Sprung mache, dann haut es mich irgendwie fast immer aus der Kurve raus. Obwohl ich eigentlich lenk und so, aber ja, ich weiß auch nicht. Muss ich vielleicht noch von einem Aufprall erholen, dass man da nicht direkt einlenken kann. Oh, oh komm, jetzt haben wir 1,5 Sekunden. Boah, Alter, ich bin ja so ein leichter Drift im Schnee. Oh Mann. Wie gesagt... Nur noch diese blöde Kurve eigentlich dann. Autsch, autsch. Zum Glück nicht direkt hängen geblieben. An dieser blöden Brücke. So, komm mal, 4 Sekunden. Ich muss es hier nicht mit Vollgas durch. Also den Sprung mache ich noch. So ganz vorsichtig, ganz langsam. Jetzt noch ein bisschen Gas geben. Wir müssen ja 70. Ja, guck mal. Locker. Was war daran jetzt schwer, dass ich hier 11, 12 Minuten brach? Ich glaube, das war sogar einer der ersten Rennen. Ich bin jetzt noch nicht mal 14 geworden. Immer noch 13. Ja, aber jetzt haben wir hier ein bisschen was aufgedeckt. Dann wollte ich noch hier hingehen. Da sind wir auch noch so ein bisschen im Dunklen. Dunklen, im Grauen. Wie auch immer. Ich bin unsichtbar. Okay. Interessant. Ah, unsichtbar, ja. Ich habe ja die Perspektive geändert. Lande mindestens einen Spin 360. Okay, das weiß ich, was ich. Erreiche die Top 3 im Schwierigkeitsrad Profi mit dem Pizzaboten-Bike. Gewinne in Elite. Okay, ich würde mal sagen, wir machen den Spin und Elite, wenn es geht. Okay, hier haben wir 455. Okay, bin mal gespannt. Und ein Spin. Wird die Frage sein, wird es vielleicht auch nur einen Sprung oder so geben? Und da muss man vielleicht auch noch selber springen. Das weiß ich eben nicht. Alter, wieso ist Platz 1 so weit vorne? Oh, wir fahren Runden. Oh, ist so ein kleiner Kurs. Da sieht es nicht so krass aus, als würden wir hier groß springen. Aber das heißt, hier vorne zum Beispiel. Das heißt, wir können hier relativ easy. Okay.
Oh. Ich wollte eigentlich selber abspringen, war doch vielleicht ein bisschen zu spät, deshalb hat er noch einen Flip reingemacht. Hab mich echt gewundert, wieso er sich so komisch dreht. Ey, guck mal, Platz 1 ist schon wirklich mega weit vorne. Ist das wegen Elite oder ist das irgendwie generell bei dem Rennen so? Ist ja ein bisschen mies, oder? Irgendwie schon. Platz 2 geht eigentlich auch gut ab. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob mir das reicht. Einfach hier so zu... Oh. Aber eigentlich was? Ja, war es jetzt 180 oder was? 360. Ist jetzt die große Frage. Was ist denn Platz 1? Ach, wenn wir nicht so viel weit vorne sind. Hat es jetzt gezählt oder nicht? Das weiß ich jetzt nicht. Okay, machen wir es so, oder? Ein Flip und ein Spin. Ist mir jetzt auch egal. So, die anderen können jetzt ganz normal springen. Oh. Ich werde gleich wieder überholt. Ich weiß nicht, ob ich hier durch die Wiese fahren soll. Ist immer so überall so eine Aufteilung. Oh, die sprintet gerade so ein bisschen, dann sprinte ich auch mal. Oh, Kollege! Was macht denn der? Oh, tausche mal ein bisschen die Perspektive. Hallo? Die Perspektive. Irgendwie sind wir hier schon langsam. Aber die anderen sind ja auch nicht schneller. Und lass mich hier vorbei. Okay. Geh da mal weg. Gibt's ja gar nicht. Alter, mein Sprint. Bin mit dem Ausdauer am Ende. Oh nein. Zu viel Schnee. So, weiß nicht, hier immer so sind hier so Steine im Weg. Da probieren wir mal ein bisschen dran vorbeizufahren. Er ist immer schnell unterwegs. Wird doch gar keinen Trick machen. Jetzt habe ich vorm Sprung gesprintet. Weiß auch nicht, ob das so gut war. So, er fährt es hier rum. Alter, das ist eine Abkürzung. Da müssen wir links fahren. Guck mal, da haben mich jetzt einfach mal gleich drei Leute überholt, obwohl ich ja eigentlich nicht großartig schneller fahren konnte. Ich habe ja auch noch einigermaßen gesprintet. Einziger Vorteil, wir haben ja keine Zeitvorgabe. Okay, wir müssen nur gewinnen. Den Spin haben wir gemacht. So. Ah, keine gute Landung. Na super. Guck mal, wie weit vorne die jetzt auch sind. Es wäre jetzt natürlich cool, wenn... Ja, okay. Oh, den einen. Ich wollte schon sagen, der eine macht einen Fehler und den schiebe ich da noch so ein bisschen an. Wenn die eben diesmal nicht links herumfahren. Autsch! Au! Achtung. Hier ist eine, war nur Schnee, aber kann trotzdem wehtun. Alter. Das war nur das eine Mal, wo sie diese Abkürzung gefahren sind. Ist mal vorbei. Ja, der fährt auch links. Oh, das ist doch mies. Er hat einen Fehler gemacht. Keine Ahnung, wo oder wie. Aber ist ja gut so. Alter. Das war Glück. Das war wirklich Glück. Lande mindestens ein Spin, 360. Das ist jetzt nicht gezählt, weil ich noch einen Flip dazu gemacht habe, oder wie? Oh, Mann. Okay. Oh, wir bekommen was Nice. Ah, super, super. Okay, neues Downhill-Bike. Obwohl wir da jetzt gerade bei Straßenrennen waren, aber alles klärchen. Ja, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part dann hoffentlich wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.